Virtuelle Tour ist sicherlich die beste Möglichkeit, eine Umgebung oder eine Situation zu präsentieren, denn sie ermöglicht es dem Nutzer, selbst zu entscheiden, was er sehen möchte und wohin er gehen will, fast so, als ob er selbst vor Ort wäre. Sie bietet sogar eine noch erweiterte Perspektive, zum Beispiel durch eine Ansicht aus der Vogelperspektive, was vor Ort nicht immer möglich wäre. Wenn wir auf Symbole stoßen, können diese uns zu anderen Bereichen der Tour führen, wie zur Skischule. Oder sie bieten zusätzliche Informationen. Zum Beispiel kann eine Karte erscheinen, die den aktuellen Standort zeigt. Und man kann sich direkt mit dem Navigator verbinden, um an diesen Punkt zu gelangen. Natürlich kann man sich auch mit den Pfeilen bewegen. Oder direkt zum Skiverleih springen, wo weitere Symbole Informationen bieten. In einigen Fällen ist es sogar möglich, Buchungen vorzunehmen, wie etwa beim Skiverleih, und man kann dabei einen Rabatt von 20% nutzen. Im Gegensatz zu einem Video oder einem Foto erlaubt eine virtuelle Tour dem Nutzer, aktiv zu erkunden und selbst zu entscheiden, wohin er gehen und wie er sich bewegen möchte. Dies ermöglicht nicht nur, die Schönheit des Ortes zu bewundern und positive Emotionen zu erleben, sondern liefert auch nützliche Informationen. Wir wissen, dass Entscheidungen oft von Emotionen geleitet werden und nicht nur von reiner Logik. In der Skischule von Oberreggen beispielsweise können wir durch die virtuelle Tour die Schönheit der Pisten genießen und sofort Informationen darüber erhalten. Wie man zum Treffpunkt gelangt. Man kann den Weg im Voraus sehen bis hin zur gelben Fahne. Und so problemlos den richtigen Platz erreichen. Diese Kombination aus Emotion und Information macht die virtuelle Tour zu einem sehr mächtigen Werkzeug. Ein Aspekt, der vielleicht unwichtig erscheinen mag, aber tatsächlich entscheidend ist, ist die Besuchsdauer. Denn für Google ist eine längere Besuchsdauer ein Zeichen für Interesse und dies kann das Ranking der Webseite in den Suchergebnissen verbessern. Warum uns wählen? Weil wir das führende Unternehmen für virtuelle Touren in Südtirol sind. Weil wir seit 2012 von Google zertifiziert sind. Erste in Südtirol unter den ersten in Italien. Über 627 veröffentlichte Touren. Über 18.458 veröffentlichte 360 Fotos, über 133 Millionen Ansichten auf Google Maps.
Warten Sie nicht. Kontaktieren Sie uns sofort, um unverbindlich eine kostenlose Beratung zu buchen. 388-978-5959 oder marco@bonata.it.